Schön, euch wiederzusehen, Mädchen. Ich war nun schon in zwei Siegelkammern. Dann fackelt nicht lange. Erzählt! Ich werde jedes eurer Worte notieren. Die Nachwelt muss davon erfahren. Bis später. Haltet mich auf dem Laufenden. Das ist das Symbol für Luft, ganz eindeutig. Das ist das Symbol für Eis. Dieses Symbol steht für Wasser. Wenn mich nicht alles täuscht, das müsste das Symbol für Erd sein. Diese Rune steht für Feuer. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Ich will Kasim... Ich fliege... Komm her! Er hört nicht auf dich, Satya. Warum auch? Du bist völlig machtlos gegenüber den Kräften, die dich umgeben. Ich habe mich wenigstens nicht wie ein Hund anketten lassen. Er reagiert nicht. Vielleicht ist er ein höheres Wesen als die anderen Geister. Es hat die Form der Maske. Ihr seid zurück. Lasst uns die Geschichte beenden und weckt mich. Es gibt nur noch eines, was du verstehen musst. Meinen Garten und das unwirkliche Wunder, zu dem er fähig ist. Oh, wie ich ihn liebe. Meinen Garten mit meinem Namen. Wie seltsam er ist und wie wunderschön und wie eifersüchtig Satinav auf ihn ist. Ja, er hasst ihn. Er hasst ihn so sehr, dass er ihn von eurer Welt trennte. Er hasst es, dass er nicht hineinsehen kann, dass er nicht weiß, was darin geschieht. Wann auch immer jemand meinen Garten betritt, hält eine Seite in seinem Buch, in dem sonst alles geschrieben steht, bleibt leer. Er hasst es so sehr, dass er beschlossen hat, dass nichts, was in meinem Garten geschieht, für die Welt außerhalb Konsequenzen hat. Geh hinein und breche einen Ast. Geh hinaus und in den Augen der Welt wurde er nie gebrochen. Erst wenn du draußen erzählst, was darin geschah,
wenn du es in Satinavs unsichtbares Ohr flüsterst, schreibt er es in sein Buch der Wahrheit. Erst dann wird es wahr und der Ast ist gebrochen. Erzähle ihm, was du willst. Wenn er dir glaubt, dann wird jedes Wort wahr. Doch wehe, er erfährt, dass du gelogen hast. Dann zeigt er sein wahres Gesicht. Er wird dich jagen. Er wird dich zerreißen. Denn er ist verdorben. Er ist eifersüchtig und alt. Nur ich bin groß. Satya, du bist so weit gekommen. Nun gehe auch das letzte Stück. Folge dem Pfad von Draconia hinab zu Satinavs wachender Säule. Dort werde ich dir erscheinen. Und wenn du möchtest, zeige ich dir meinen Garten. Meinen Garten, meinen Namen, meine große Gnade. Das mit dem Ast habe ich nicht verstanden. Du meinst den Garten? Ich meine alles, den Garten, die Maske. Ich komme bei all dem nicht mehr mit. Du etwa? Ich finde, so schwer ist das doch gar nicht. Der Garten des Vergessens. Wieso wird dort jedes Wort wahr? Soweit ich das verstanden habe, liegt das daran, dass Satinav nicht weiß, was in dem Garten geschieht. Es aber wissen muss, um es in sein Buch der Zeit zu schreiben. Muss denn alles in diesem Buch stehen? Scheinbar. Auf jeden Fall macht ihn dieses Unwissen wütend. Darum hat er dafür gesorgt, dass alle Ereignisse im Garten für die Außenwelt ohne Folgen bleiben, bis man ihm davon erzählt. Was wäre denn ein Beispiel? Sagen wir mal, du gehst mit einem Ring in den Garten und verzauberst ihn dort, ja? Ja. Sobald du den Garten verlässt, ist der Zauber sofort wieder verflogen. Warum? Weil im Buch der Zeit nicht drin steht, dass du ihn verzaubert hast. Und was nicht im Buch der Zeit steht, das ist doch nicht geschehen. Erst wenn du außerhalb des Gartens davon erzählst, und Satinav mich hört? Und Satinav dir glaubt? Erst dann öffnet er sein Buch und schreibt, Geron ging in den Garten des Vergessens und verzauberte Bredas Ring. Und der Ring ist verzaubert. Was, wenn ich lüge? Tja, wenn Satinav dir glaubt, dann wird auch das wahr. Zumindest so lange, bis er erfährt, dass du gelogen hast. Ich glaube nicht, dass er es mag, wenn man ihn an der Nase herumführt. Das hast du da alles herausgelesen? Ich dachte, es liegt auf der Hand. Was kann die Maske nochmal? Sie stellt dich vor eine Entscheidung. Trägst du sie und sprichst die Formel auf ihrer Innenseite, verlierst du all deine Erinnerungen. Sprichst du jedoch den Namen des Zeitdschinns, erscheint er dir und bringt ein Stück deiner Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Ich denke, irgendwie verstehe ich es. Aber bei den Zwölfen... war die Welt damals verrückt? Ach was, im Gegenteil. Damals war sie noch voll von echter Magie. Eine Maske, die die Vergangenheit zurückholt. Ein Garten, der Lügen zu Wahrheiten macht. Das ist alles nicht zu vergleichen mit dem kümmerlichen Hokuspokus, den wir heute nur noch kennen. Lies weiter. Oh nein, was kommt als nächstes? Hier am Rand hat jemand anderes etwas hinzugefügt. Nachdem meine Prinzessin den Weg zum Garten erfahren hatte, kam sie ein letztes Mal zu mir. Der Stab!